Und damit herzlich willkommen zur Kommentare, Kommentier-Show. Nein, das ist falsch. Und damit herzlich willkommen zur Kommentier-Couch, weil wir befinden uns hier so auf einer Couch und ihr wollt gerne mal, dass ich ein paar Kommentare beantworte. Deswegen habe ich gedacht, mache ich eine Kommentier-Couch, wo ich hier sitze und Kommentare von euch beantworte. Los geht es. Du hast dich am Ende angehört wie Homer Simpson. Nein, 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 nein. Warum hast du Sachen vom FC Valencia? Das könnte daran liegen, dass ich Valencia-Fan bin. Könnte aber auch einfach sein, dass ich mir irgendwelche Merchandising-Produkte von irgendwelchen Vereinen kaufe und die dann hier rumliegen lasse. So ohne Grund. Überleg dir einfach eins von beiden. Ja. Hast du Kieferprobleme? Weißt du, dass du mich gerade irgendwie verunsicherst, aber eigentlich nein. Nein. Erdbeerkäse, what the fuck? Was ist das? Was? Du kennst dich Nadine Erdbeerkäse? Kennst du die wirklich nicht? Bah, voll ekelhaft, Erdbeerkäse, Fleischwurst, Schinkenwurst, Fernsehen bildet mein Mann. Bah, voll ekelhaft, bah, Mann, voll ekelhaft. Wo bekommt man diese Mütze her? Frank, du hast doch einfach mal diesen Hund da drüben mit der schönen Mütze. Hast eine schöne Mütze. Er hat doch eine schöne Mütze, oder? Also falls irgendwer die kaufen möchte, unten Link ist in der Beschreibung von meinem T-Shirt-Shop, in Anführungsstrichen Job. Wer Lust hat, kann gerne ein Foto machen und so poste ich gerne bei Facebook. Also freue ich mich natürlich drüber. Ja, genau. Aber müsst ihr nicht. Also ich bin jetzt nicht so ein Freak, der sagt, kauft unbedingt diese Mützen, weil ich bin so ein, sowas wie, keine Ahnung, so ein, also ist es jetzt, ist mir, ihr wisst, was ich meine. Von Joyce nachgemacht. Bist du dir sicher? Denn es ist etwas seltsam, weil ich das Video vor ihr hochgeladen habe. Deswegen ist es seltsam, also. Also, dein gefaktes Lachen musst du aber noch üben. Bist du hyperaktiv? Ich weiß nicht, bin ich hyperaktiv? Ich weiß, kannst du mir sagen, was hyperaktiv ist? Ich weiß, ich bin hyperaktiv. Hyperaktiv. Sag mir mal, gib mir mal hyperaktiv. Hyperaktiv. Warum hast du dich nach dem T-Shirt nicht weiter ausgezogen? Wisst ihr was? Ich tue euch jetzt diesen Gefallen einmal und mache es danach nie, nie wieder. Das mit dem Penis war am besten, weil es nicht rückwärts, sondern mit einem Tintenkiller war. Guckt euch folgende Screenshot einmal ganz genau an. Ist das nicht irgendwie seltsam, dass ich exakt diesen Stift hier in der Hand halte und jetzt kommt es besonders interessant. Diese Seite hier ist zu malen und diese Seite hier ist auch zu malen. Komisch, oder? Scheint wohl doch kein Tintenkiller gewesen zu sein. Frag doch mal Galileo Mystery. Sehen deine Eltern deine Videos? Im Normalfall eigentlich nicht. Das heißt manchmal schon und manchmal auch nicht. Das kommt ein bisschen drauf an. Also ist jetzt nicht so, als würde ich mich dafür schämen oder so oder sage jetzt so, nee, auf keinen Fall sollten meine Eltern das Video gucken. Aber manchmal gucken sie es eben schon, aber in den meisten Fällen nicht. Aber die haben auch durchaus schon mal eine Dr. Sommer-Folge gesehen. Also ist jetzt nichts Dramatisches oder so. Genau. Hey, JuFunTV, ich habe dich schon so lange abonniert. Wo wohnst du eigentlich und wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Übrigens, ich habe einen Van mit Süßigkeiten. Süßigkeiten? Was denn? Also, interessiert mich eigentlich nicht, was du... Und was hast du für Süßigkeiten? Also so Lutscher? Ist ja auch egal. Also ist doch egal. Ich treffe mich doch nicht mit Fremden im Internet. Und außerdem, also lasse ich mich doch... Und hast du denn auch mehr als Lutscher? Also zum Beispiel, es gibt ja diese... Aber eigentlich ist es gar nicht so, als würdest du mich interessieren. Und, oder hast du vielleicht auch Hasen oder Kaninchen, die du mir zeigen könntest, direkt an deinem Van? Ich würde mich wirklich freuen. Dieser Moment, wenn du im Bus sitzt und der vor dir sitzt, etwas Lustiges gesagt hast und du auch lachen musst, obwohl man sie gar nicht kennt. Kennt ihr das wirklich? Das ist geil. Das kenne ich auch. Das ist wirklich, das ist wirklich so ein Moment. Das ist wirklich so ein legendärer Moment. Da sitzt man wirklich so im Bus. Das ist, also die meisten von euch erleben das sicher gar nicht mehr, weil die haben ja immer Kopfhörer im Ohr.
Also ich bin, wenn ich Bus fahre oder so, ich fahre nicht oft Bus, aber wenn, dann höre ich nicht dabei. Ich sitze dann einfach nur da rum. Und es ist wirklich lustig, wenn sich dann Leute oder auch in der Bahn vor dir so unterhalten. Und dann sagt der eine was Witziges oder was ihm so Peinliches passiert ist oder so. Es klappt meistens wirklich besser bei älteren Leuten. Und dann muss ich plötzlich auch, also das geht mir wirklich manchmal so, und dann muss ich plötzlich auch lachen oder richtig laut auflachen. Und die Leute, das Beste dann, die Leute, ne, die gucken dann immer so. Ja, so, warum hörst du mir zu? Das sind streng geheime FBI-Sachen hier, die besprochen werden. Hör doch nicht zu, du Idiot. Und das Beste ist, ich versuche dann immer so zu tun, in dem Moment, wo ich bemerke, dass die Leute mich bemerkt haben, als hätte ich über was anderes gelacht. Also zum Beispiel holt der mein Handy raus und sagt dann irgendwie so, ja, das ist wirklich witzig. Oder so, irgendwie so, dass die das nicht direkt bemerken, weil das ist mir dann irgendwie auch unangenehm. Aber unbewusst hört man sowieso immer den Leuten in der Bahn zu, von daher. Ja, das war's mit der, was war's jetzt eigentlich? Das war's mit der, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt da Daumen nach oben. Wenn nein, schüttelt es runter. Und dann würde ich sagen, das war's erstmal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann und ciao, haut rein.